Andres Orozco Estrada. Seebühne in Bregenz oder Theater an der Wien? Oper hauptsächlich. Mhm. Also das ist mal schon was ganz Tolles, eine große Tradition, gerade im Theater an der Wien neu, aber in Bregenz gibt es ja schon seit 60, 70 Jahren. Das ist einfach ein Zuhause auch vom Orchester und die Leute dort wissen das auch sehr zu schätzen und genießen das. Aber vor allem eben die Gelegenheit Oper, nicht nur die große Oper draußen, aber es wird auch viel gespielt drinnen im Haus, moderne Werke, unbekannte Werke und das ist alles ganz toll. Und für mich selber, auch in meiner Zeit jetzt mit als Chefdirigent, werde ich versuchen, so viel wie möglich auch im Graben mit dem Orchester zusammen zu musizieren. Viele Dirigenten sagen, dass Oper macht das Orchester was flexibler, genau, intuitiver, weil man zwischen Bühne und Orchester hin. Was ist der Effekt davon, wenn ein Orchester Oper spielt? So alleine durch die Tatsache, dass die Sänger durch sein Instrument jeden Abend vielleicht was anders singen müssen, da muss man sowieso flexibel sein. Das ist irgendwie gegeben in der Oper. Neben diesem Aspekt von Flexibilität, ich finde, der Klang ist auch, was viel davon profitiert. Wenn die Stimmen da quasi über dem Orchester singen oder durchkommen müssen, als Balance, dann entsteht dann im Orchester bewusst oder unbewusst so eine Art Klangbild oder Klangvorbild, das man auch irgendwie ergänzen möchte mit dem eigenen Instrument. Das heißt, man singt mehr mit dem eigenen Instrument und das ist immer schön. Und ich glaube, weil Gesang auch den Atem hat, ne? Und was ihr ja wirklich alle irgendwie wollt, ist diese Natürlichkeit von atmender Musik, oder? So ist das. Die Musik muss organisch sein. Also es muss wirklich wie jeder Mensch, wie ein lebendes Menschen, also das heißt atmen, pulsieren und dann gehen lassen. Und wenn das zusammenkommt, dann ist Musik in diesem Sinne sozusagen perfekt.